So, ich muss jetzt aufpassen, ich muss mich heilen. So. Augen auflassen, während ich hier den Wegrahmen suche. Dann muss der ganz unten dann vergehen. Rezepte da. Sägewerk, Eisen, aber Schmelzofen da, Wegschuhe. Macht man den aber? Das wäre interessant zu wissen. Wenn ich Rezepte da hat, dann wie man den macht. Oh, guck mal, da haben wir einen Piranha wieder. Ne? Bist du hungrig? Ja? Willst du noch ein Stück von mir haben? Großer Slang, da, Boss. Da, Schleim-Mami. Schimpft dieses große Ding sich auch. Wow, ja, man sieht, die macht schon einiges an den Schaden. Piranha und Mami auf einmal. Oh, Schleimbabys. Hey, was macht ein Oktopus auf dem Trockenen? Komm hoch, Schleimbaby. Nächsten auch wieder, nächster. Komm noch einmal hoch und dann bist du auch. Ah. Okay, und dann kann ich dich töten. Oder? Ja, so. Ja gut, du wolltest es auch nicht anders haben, ne? Aber auch eine sehr gute Art, diese Spinnennetze hier zu zerstören. So, da ich hier hänge, bin ich ja richtig da. Webstuhl muss ich an einem Sägewerk machen. Okay, war mir klar, dass man sich sowas machen muss. Ah, guckt euch das mal an, hier haben wir Gold. Und was macht ein intelligenter Mann, wenn er schon... Ah, guck mal, hier ist Demon Knight. Er hängt sich einfach mal so ans Gold. So, das Wichtigste ist nur, dass wir uns jetzt nicht unbedingt... Genau. Also, so einen Festhang. Dass wir es abbauen und dann direkt abfliegen, so. Genau, so wollte ich das ungefähr. Alles abbauen. Oh, das geht. Das Skelett ist aber sehr wütend. Komm her,
Skelette, wie gesagt, brauchen auch diese Haken. Wir haben etwas entdeckt, was gesagt, ganz Besonderes. Es gibt nämlich so etwas wie so kleine Höhlen mit ein paar Schatztruhen, sozusagen so geheime Schatzlager. Und einen davon haben wir gerade gefunden. Ah, stimmt, wir müssen unsere Axt noch verbessern. Nein, nicht da drunter fallen lassen. Genau, so sieht das dann aus. Hier kann man dann so rein. Hier ist meistens immer eine Truhe drin, eine Statue und so. Ich denke, die Statue mit dem Stern ist, dass wir mehr Sterne spawnen. Komplett irre. Und meistens eine goldene. Hier haben wir eine Wolke in der Flasche. Da berichte ich den Inhaber zum Doppelsprung und. Komm her. Komm her. Wo ist der? So. Oh, ein großes Nein wieder. Wir haben einen Nachteulenschrank. Wir haben verbesserte Heiltränke. Die machen nur 50, die anderen sind ja schon mehr. Und wir haben eine Goldmünze. So. Oh mein Gott. Mein Handy hat gerade aufgeblungen. Ich dachte, what the fuck ist jetzt los? Er sagt mir aber nur, hey, dein Akku ist voll. Nee, die wollte ich mitnehmen. So. Was ich jetzt machen wollte, war mir meinen Hammer zücken. Und das Ding natürlich hier mitzunehmen, die goldene. So, was man auch noch mitnehmen kann, ist hier diese Plankenwand, wenn man Lust hat. Die sieht ganz gut eigentlich aus. Muss man jetzt aber nicht. Ich mach's jetzt nicht. Im Notfall kann ich immer wieder hier hinkommen. Aber hier sieht man zum Beispiel, dass man, dass sozusagen es andeutet, dass hier eine Zivilisation mal war. Hey, Bruder. Oh, wie cool war das denn? Die kommen so unten drunter und ich springe so über die so. Ja. Okay, wie ich das jetzt geschafft habe, weiß ich auch nicht. So. So. Ist das Silber oder Eisen? Jetzt ist die Frage. Silbererz, okay. Wenn ihr da was zusammen macht, ich weiß nicht, kann man das sehen? Ja, Bonus-Set plus 2 Abwehr. Wenn ihr ein komplettes Set habt, was man so herstellen kann, was man. Gibt verschiedene Bonis. Also es, bei uns gibt es, also mir gibt es jetzt dieses Kupfer, die gibt zum Beispiel 2 plus Abwehr. Dann gibt es natürlich, ich glaube, noch so welche, die sagen dann zum Beispiel, hey, deine magischen Zaubersprüche oder sowas kosten weniger und. Also es beruht jetzt nicht immer nur, hey, du bekommst, wenn du ein komplettes Set hast, mehr Abwehr oder sowas, ne? Also das hat nichts damit zu tun. Alles in Buddha. So, da oben. Schuss, Schuss. Schuss, 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 Schuss. Oh. Hä? Okay, sehr weird gewesen gerade. So. Jetzt habe ich Kupfer noch mitnehmen, einfach so. Besser als liegen zu lassen, auch wenn wir wissen, wir haben ja schon eigentlich alles aufs Kupfer, aber mein Gott. Ja, genau. Genau, ich wollte eigentlich auf 1 wechseln. Ich wusste, dass die gleich hier kommen. Was es schön wäre, wäre, wenn wir mehr von diesen Lebenskristallen finden würden. Hoppa. Ich habe ein bisschen Kupfer gefunden. Oh. Ach ja.
Diese komische Flasche, diese Wolkenflasche da erlaubt es uns einen Doppelsprung zu machen. Das ist ja schon mal was. Hab ich auch gar nicht gesagt. Was ist die Flasche jetzt? Oh, ich dachte, das wäre Gold hier, so wie das geglitzert hat. War aber nichts. Wow, ich bin da runtergefallen. Fast gestorben. Ich habe um mein Leben gebankt. Wenn ich das abmachen wo ich jetzt wieder dran bin, dann bin ich natürlich vom Vorteil. Mach ich auch zurzeit. So. Das ist echt hier alles Gold. Cool. Daneben ist alles Eisen. Eigentlich wollte ich zum Eisen, aber jetzt mit dem Gold ist er natürlich auch noch ganz gut. So. Können wir springen, genau. Also stellt euch vor, wir würden jetzt eine goldene machen. Die machen wir jetzt. Und die wäre dann noch schneller. Als jetzt schon. Ja? Ihr müsst euch das mal vorstellen. Weil hier ist nämlich nicht, bei Terraria ist nämlich das Gold ganz normal so upgrade-mäßig. Ne? Das ist nicht so wegen Minecraft, dass es so Realismus ist, so Gold ist schlechter oder sowas. Nein. Also hier ist Gold besser. Dass wir das hier nehmen können. So, na, rechts haben wir zum Beispiel noch Silber. Müssen wir auch noch holen. Und hier haben wir noch sehr viel Kupfer, den müssen wir auch noch holen. So, das ist eigentlich so das meiste, was man in Terraria macht. Man holt sich selbst mal Ausrüstung. Wenn man eine gewisse, sagen wir mal, Standardausrüstung hat, vielleicht plus noch viele HP, oder sagen wir mal, einen guten Vorkommen an gewissen Sachen, kann man sich auch wagen, so mal den ersten Boss zu machen. Und für mich der erste Boss ist eigentlich immer, ich sag mal, für mich persönlich ist der einfachste, der World Eater heißt der, glaube ich. Ich weiß nicht, ob das der World Eater schon jetzt ist oder nicht ist, ich weiß nicht. Weil, es gibt sozusagen den Hardcore-Modus, den schaltet man frei sozusagen, wenn man das erste Mal den Endboss hier sieht. Die Wall of Flesh nennt sie sich. So. Und für mich persönlich ist das, weiß ich jetzt nicht, ob das richtig ist, wenn ich den jetzt, ob der das jetzt so heißt oder der Hardcore-Modus, der so heißt. So. Oh, hier ist was ganz Besonderes, da ist ein Typ mit so einer Lampe und ab und zu droppt er die. Da, der heißt auch Bergmann-Skelett oder irgendwie so Bergmann-Skelett. So, wir stellen uns hier hin, hier haben wir eigentlich eine gute Chance und können die immer zurückstoßen. Der droppt die natürlich nicht immer, aber der hat eine gewisse Chance, die zu droppen. Oh oh. Wow. Wäre auch schön, wenn die Typen mal ein bisschen weiter weggehen würden. Bergmann und einiges an HP, leider nichts gegeben. Der war ja echt. Wow. Ja, gut, klar ist, dass unser Kupferbreitschwert natürlich nicht so viel. Oh, guckt euch das mal an. Da hinten ist ein Lunchpad, aber irgendwer hat das wohl anscheinend schon ausgelöst, weil das hier ist eine Trap. Wenn man sich das so genau beobachtet hier, können wir das auch sogar abbauen hier. Nennt sich Pfeilfalle. Uah. Zum Beispiel mit Piranha. Das Blöde an diesen Piranhas ist halt, dass sie viel Schaden machen. Sonst an sich sind die ganz okay. So in der Richtung, die machen ja eh nur was im Wasser. Shuriken erhalten. Okay.
Ja, lieber falle ich ins Wasser und bekämpfe dann so die Fledermäuse, als ob ich dann irgendwas anderes machen würde. Nein, bevor ich dann irgendwas anderes machen würde. So. Hey, hier ist doch noch was. Das war nicht viel, aber immerhin etwas, ne? Und besonders wenn das Eisen ist, ist es ja eh wichtig, weil Eisen hier ein wichtiger Bestandteil von allem ist. Das ist ja genau wie die Iron Ingots, wenn wir meinen. Den ganzen Machinecraft Sachen und so braucht man ja auch nochmal Tin, Copper und sowas alles. Das sind sozusagen die Essenzen, die man so einfach nicht wegbekommt. Okay. Also wie gesagt, hier mit diesem Enterhaken ist halt alles viel besser, viel schneller. Und das ist da oben auch nochmal Eisen. Ich glaube schon, ne? Geil, wie viel Eisen wir hier? Hast du schon die Eisenarmung? Eisenausrüstung. Plus ein Eisenschwert. Plus paar geflügelte Eisen. Also das wäre schön. Ey, hier sind Fledermäuse. Wenn man sich dann. Ah ja, stimmt, ich habe ja einen. Ja, ich vergesse ganz schnell, dass ich einen Doppelsprung habe. Das wäre schön, wenn man hier irgendwann mal auch diese Fledermäuse-Flügelchen halt nehmen könnte und dann zum Beispiel sich so ein Batman-Outfit machen könnte. Ja, ich weiß, ich habe schon den Skyrim-Batman gemacht, so in der Richtung. Deshalb jetzt hier auch nochmal. Ich weiß nicht. Ich bin so ein Batman-Verrückter. Ich mag den halt. Wie gesagt, wenn man davor auch noch einen Doppelsprung macht, dann bekommt man auch keinen Fallschaden, weil beim Doppelsprung wird das resettet. So. So, wir wollen hier unbedingt aufpassen. Sand ist hier das gefährlichste überhaupt, das ist sogar noch gefährlicher als in Minecraft. Weil ihr hier glaube ich sofort Schaden erleidet. Bei Minecraft erstickt ihr und habt ja noch so ein bisschen Zeit da rauszukommen. Hier gar nicht. Hier wird hier direkt erbarmungslos hier schon niedergemacht. Hier ist aber eine Menge Kupfer. Uppa. Komm mir nicht zu nah. Ich bin im Ich wollte sagen, ich bin eigentlich im Manövriermodus, aber das hat sich ja dann erledigt. Nachdem ich hier so reingefallen bin. So. So, was vielleicht ein kleines Problem ist, ist diese random Sache, sagen wir mal, der. Auf jeden Fall verbessern. Diese random Sache der Sachen, die man herstellt. Wenn man was craftet, hat es ja Verzauberung. Wie ihr ja schon gesehen habt. Ne? So. Problem ist natürlich, die sind halt random, ne? Die kann man ja nicht bestimmen, so wie man die verzaubert haben möchte. Und es gibt für mich zumindest noch keine Möglichkeit, die Verzauberung zu ändern. Die könnt ihr irgendwann mal mit einem gewissen, sagen wir mal, NPC, den man irgendwo findet, ich weiß jetzt nicht in welchem Biom, ob das jetzt auch nicht das Jungle-Biom ist oder so, kann man jemanden finden, das ist glaube ich der Goblin-Tinkerer, also das ist ein Goblin, und den kann man dann ein paar Gold zahlen und dann ist das sozusagen so, hey, hier, du hast ein paar Gold gezahlt und dann sind die Verzauberungen irgendwie was. Man kann natürlich Glück haben, was Gutes bekommen, man kann natürlich auch Glück haben, wieder was Schlechtes bekommen. Ne? Das ist nie gewährleistet, dass man unbedingt, wenn man sich das, die Verzauberung verändert, was Besseres bekommt. Oder man bekommt zum Beispiel etwas anderes in die Richtung. Also das Item bleibt gleich. Das wollte ich damit nicht sagen. Was bei mir anders ist, ist zum Beispiel, ja, ich wollte gern mehr HP, ach, dass das schneller ist, aber dann wird zum Beispiel das Schwert